Schei, aber sollten. Mei, jetzt sitzen wir bloß noch am Sonntag in der Früh alles am Bayern an. Unter der Woche geht ja nichts, springt jeder Abend davor. Ja. Geh, langen wir mal einen Kaffee, was haben wir denn alles da? Ja. Im Hotel, alles da. Marmelade, ein Butter, ein Schinken, Eier, Honig. Da, du magst doch gerne einen Käse. Ja, was ist das für einen? Der Käse mit dem grünen Charakter? Oh. Grüner Charakter, in Harmonie mit der Natur. Ja, Herrschaft zeigen. Und ich bringe einen Charakter nicht einmal auf. Ja, pizza das an. So, jetzt, ja, schaut's mir mal an. Plastik für die Ewigkeit. Da steht, aus der Region, kurze Wege. Ja, wo kommt denn der Kasten ja her? Boah, kurze Wege, wo wird der herkommen? Aus dem Magen, aus dem Mozersrad oder vielleicht aus Falkenberg? Moment, da steht's. Aus Niedersachsen. Kurze Wege. Aber kurze Transportwege, Verantwortung für die Natur. Mhm. Käse mit Charakter, nur wenn das nicht schmeckt. Also pass auf, du spinnst jetzt, du isst eine Verpackung mit Region, genau. Oh, der Käse, der schmeckt ja schlecht nach Folie. Schmeckt alt, wenig nur Käse. Hey, lass mal probieren. Also ich meine, schmeckt sau gut. Genauso wie der Käse schmeckt das Plastik. Mild und nussig. Schau, no, oder Schein, Plastikfolie. Wir sind für Nachhaltigkeit. Lesen Sie unseren Nachhaltigkeitsbericht. Wahrscheinlich in Plastik einbauen, Schauspielort. Und wieder eine Folie, ein kleines nur eine. Jetzt schaut sie mal auf. Vier Scheiben Käse um. Drei, vier, fünf von den Folien schon. Ich war jetzt einmal in der Demokratiewerkstatt vom Netzwerk Inklusion. Wir haben da vier Gruppen gemacht und jeder, das war ein Tierschenrad, jede Gruppe ist in einen anderen Lohn gegangen. Biolohn, Discounter, Großmarkt und eine Weltladen. Und dann haben wir Einkaufslisten gehabt und dann haben wir alles mal am Tisch gelegt und in verschiedene, also und alle dasselbe gekauft gehabt und dann haben wir verglichen A und K's. Und? viel Plastik. Es hätte schon auch offener Käse gegeben, aber halt ganz viel in Plastik. Und dann? Ja, wir haben den ganzen Plastik auf den Hafen geschmissen und gesehen, ja, wir müssen beim Einkaufen gescheit aufpassen, das habe ich jetzt auch wieder nie gemacht. Oder wenn wir halt Plastik halt teuer machen. Vielleicht mit der Plastiksteuer, sonst erstickt man in unserem Dreck. Oder man verbietet mehrere. Die EU will ja jetzt machen, dass Trinkhalme und Wegwerfteller und Plastikstäbchen verboten werden. Aber das langt doch nicht. Aber schön war doch auch, wenn man was Neues erfinden darf, was leichter zum Wiederverwerten ist. Ja, oder was war einfach auf dem Kompost verrot. Ich meine, vielleicht gibt es ja sowas auch bald einmal. Hey, aber sagst du mal, müsste man den jetzt eigentlich selber so gescheit sein? Brauche ich den wirklich für jedes Mal eine neue Plastikgucken? Ruhig's einmal, da steht in der Zeitung Spanien. Toter Pottwall angeschwemmt, 30 Kilo Plastik im Bauch. Eine Plastiktüten, ein Poppycar, ein Benzinkanister, eine kleine Kinderrutschen, ein Gartenzwerg, ein Vorradlhelm. Nein. Oh, yes! Die 30 Kilo haben wir ja schon fast zusammengebracht. Margarine, Joghurt, Becher, Kaffee, Milchdosen. Da waren Tomaten. Ja. Da war Schinken. Da waren die Eier drin. Okay, aber jetzt sag doch mal, wir spinnen doch wirklich. Gurken und Bananen, die waren ja schon selber eingepackt. Okay, jetzt sag's doch wirklich. Ja, super!